Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Valheim. So, es ist, soll tatsächlich soweit sein. In der Runde werden wir uns mal den Knochenbanst vornehmen. Ich würde jetzt noch einmal... Warte ich einen Tag noch ab? Ja, ich denke schon. Oder kriegen wir das auch so hin? Ich habe halt keinen Ausdauer-Med. Ich würde mir nochmal einen Banner bauen. Ich habe eben schon mal aus Versehen so ein Met des Giftwiderstands genommen, weil sonst immer der Bauhammer auf der 8 ist. Läuft. Aber 5 Stück sollten trotzdem reichen. Der hält jeweils 10 Minuten. Wenn der Kampf tatsächlich so lange dauert, dann haben wir was falsch gemacht. So 6 Lederreste. Hole ich mir hier nochmal raus. Okay, und wir bauen uns mal ein schwarzes Banner. Wie groß ist das? Können wir das hier irgendwie... Oh, das ist ja alles instabil. Was du hier so veranstaltet hast. Ja, so direkt übers Bett. Um es hier vielleicht noch eine Stufe gemütlicher hinzubekommen. Wir hauen uns gleich nochmal hin. Ich hoffe, wir sind länger als 15 Minuten ausgeruht nach dem Aufstehen. Eigentlich ist es auch noch ultra hell, ey. Im Prinzip warte ich ja nur auf meinen Met. Also, ich gehe mal gucken, ob ich vielleicht noch eine Kleinigkeit sammle. Wir schlafen uns nochmal aus und ziehen am nächsten Morgen ziemlich los. Richtung Knochenwanz. Sonne geht auch langsam schon wieder unter. Oh, was ist denn hier los? Je mehr Platz zum Wachsen. Okay. Rüben dauern echt lange. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. So, 25 Holz. Dann machen wir gleich noch ein bisschen mehr Kohle. Brauchen wir später so oder so. Na, guck mal, da wird es so langsam dunkel. So, gucken wir nochmal. Schlagwaffen 27. Blocken sind wir tatsächlich noch relativ scheiße. Alter, 4, Mist. Aber Spitzhackenkönige sind wir. Ja, wir werden das Kind schon schaukeln, ne? Unsere Eisensachen sind maximaler Qualität, bis auf den Helm. Das haut schon hin. Kleine Schläfchen. Dann geht's ab. Ich hoffe, bis dahin ist der Met fertig. Guten Morgen. Ja, ich bin tatsächlich 16 Minuten ausgeruht. Okay. Scheiße, der Met ist echt noch nicht fertig. Das ist ja belastend. Den würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen farmen so lange. Und wir sehen uns wieder, wenn das Zeug endlich durchgerauscht ist hier. Wie mal Holz hatten. So, ihr Lieben, da sind wir wieder zurück. Ich habe fleißig noch ein bisschen Holz gefarmt. Kann ja keiner ahnen, dass das hier so ewig dauert. Ab aufs Klo.
Hört sich echt an wie eine akkurate Spülung. So. Ja, nice. Ausdauer. Gesunder Met. Giftwiderstand. Ich denke, wir haben's. Noch einmal aufs Ohr gehauen. Und wir zischen los zum Knochenwanst. Ach Gott, ich bin richtig aufgeregt. Träumst von einem großen Baum, der die Nacht durchbricht und gen Himmel wächst. Die eine Hälfte steht in Flammen, die andere besitzt grüne Blätter. Ich hoffe, ich stehe hier nicht in Flammen. So. Zuallererst mal das gute Essen. Bam. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns schon mal rüber. Wir haben alles, ne? Ich glaube, wir sind soweit. Lass uns mal ins Unglück stürzen. Okay, ein bisschen Energie müssen wir noch aufbauen. Vorsichtig vor die Tür. Ach, scheiße. Wir können auch noch mal vorsichtig zurückgehen. Ich brauche ja verwitterte Knochen, ne? Gut, alles klar. Ich kann die Energie noch ein bisschen aufbauen. Ist ja fast wie geplant. Ich weiß nicht mehr, ob es 3 oder 5 waren. Reichen 5? Keine Ahnung, wir werden es sehen. So, jetzt aber. Lebensenergie ist schon bei 113. Da kann ich ja nicht ganz gut mit umgehen. Muss ich sagen. Das gefällt mir soweit. Schild raus. Knüppel raus. Giftwiderstand kurz vorher, würde ich sagen. Hallo? Und denke an deine Tränke. Dass du die auch rechtzeitig nutzt. Auf geht's, Leute. Ich hoffe, ihr habt genug verwitterte Knochen dabei. Das wäre ja wieder... Ah, aua. Ja, sicher. Na gut, bei denen mache ich schon mal kurz einen Prozess. Wir müssen sowieso die Umgebung noch einmal komplett clearen. Nicht, dass uns hier irgendwie mal so ein fetter Drauger auf einmal auch noch auf den Nerven geht oder ein Blob noch schlimmer. Aber ich glaube, hier ist relativ ruhig. Hä? Ja. Okay, lass mal Ausdauer richtig voll laufen. Soweit, so gut. Ich habe es tatsächlich mit der Hacke ein bisschen bearbeitet, das Gelände hier. Dass hier nicht allzu viel Wasser ist und wir hier im ständig bis zur Brust durchs Wasser laufen und uns nicht richtig bewegen können. Okay, ich glaube, es sieht soweit gut aus. Wir versuchen unser Glück. Giftwiderstand. Knochen. Feuer frei. 10 Stück. Ich komme nur mal wieder. Ich komme gleich nochmal wieder. Scheiße. So. Jetzt aber, ne? 10 Stück. Wie geplant. Rein damit.
Der Wanst. Erst mal kotzen. Oh, schlecht. Okay, Giftwiderstand ist da. Oh, er hat aber auch gleich hier ein paar seiner Blobfreunde organisiert. Oder auch ein paar mehr. Okay. Blocken. Draufhauen. Und weg. Nice. Das war gut. Da kotzt er wieder. Muss ich jetzt nicht unbedingt drin rumstehen. Der eine Bogenschütze nervt hier ein bisschen gerade. Kriege ich jetzt aber auch nicht so gut weg gerade. Blocken. Und Gas. Wie schlimm ist denn die Kotze? Oh, 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 der hat ein bisschen gesessen. Sieben? Also bist du erstmal dran. Scheiß Bogenschütze hier ewig. Sechs Ausdauer. Nice. Hier, man sieht ja gar nichts. Vielleicht sollte ich mich nicht unbedingt in den Schrabbel mit reinstellen. Oh oh. Oh Scheiße. Jetzt sollten wir erstmal ein bisschen auf Distanz bleiben. Erstmal alles wieder. Oh, speicher doch jetzt nicht. Das war ja richtig knapp hier, mein Freund. Wird ja gern vorher erstmal noch mal was essen. Ja, genau. Erstmal 10 Blobs mehr auf meinen setzen. Aber noch brauche ich nichts essen. Kurz ein Sprint. Okay, decken und rein, wa? Komm schon. Stinker. Und weg. Weg, 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 weg. Denk an den Giftwiderstandsmet. Wenn der weg ist, bist du am Arsch. Können wir schon wieder essen? Nee. Das war knapp. Okay, auf Nummer sicher gehen. Ich hau mir nochmal einen Met rein hier. Schlüffi, Schlüffi. Skelett weg. Oh, oh. Eieiei.
Supi. Oh, keine Ausdauer. Scheiße, weg. Weg, weg, weg. Macht keinen Sinn so. Oh, das Essen hält da ewig. Können wir nochmal? Oh, weg. Übertreib es nicht. Lieber einmal weniger schlagen. Scheiße, jetzt wird es wirklich ein bisschen dünn, ne? Alles klar, wenn es geht, erstmal wieder komplett aufheilen. Alter. Okay, Blob. Den sind mit einem Schlag weg. Ist aber doch ein paar Sekündchen länger, wie ich dachte. Lauf, 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 lauf. Wir können essen. Karottensuppe. Mach mal bitte was, mein Dicker. Scheiße, setz mal. Ja. Okay. Oh, scheiße, Giftwiderstand. 8. Alles klar. Das passt wieder. Wir können auch wieder Tränke nehmen. Das sieht gut aus. Können wir gleich nochmal reingehen. In den Wanst. Hast schon wieder einmal zu viel geschlagen, würde ich sagen. Oh. Schön futtern. Die Aufnahme an. Habe ich. Nochmal das Leben wieder ein bisschen hochtickern. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ah, diesmal bin ich rechtzeitig noch weggekommen, tatsächlich, wie es aussieht. So, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja, komm, wir übertreiben es nicht, ne? Wir lassen uns Zeit. Oh, ich fühle mich nicht länger ausgeruht, ist schlecht. Okay. Das heißt, die Ausdauer kommt ein bisschen langsamer zurück. Und rein. Weg. Hat ganz gut gesessen. Okay, komm. Eine Tür. Aua, oh Scheiße. So, jetzt gehen wir in den Rest gleich hier, den Burschen. Bevor sich noch mehr von seinen Freunden hier spawnt. Dann werden wir mal sehen. Alles klar, so drauf.
Alter, ist da was los, ey. Und weg. Oh, wenn er sich zu viele Gegner holt, ist auch Mist. Können wir noch was nehmen? Nee, wir brauchen jetzt mehr Ausdauer. Ah, scheiße. Aber wir haben ihn gleich, Leute. Das wird was. Blocken und gib ihm. Stirb! Jawohl! Ah, nice. Knochenwanst ist Geschichte. Ausdauer bitte. Jo, wir haben es geschafft, Leute. Geil. Oh nein. Schlag zu. Oh, Gott sei Dank. Oh. Jawohl. Na, hat doch gut geklappt. Wir haben zwar ganz schön was durchgebraten, aber dafür war das Zeug ja auch da. Wo liegt er denn? Da liegt er. Knochenwanz-Trophäe und die Wünschelrute. Nice. Mit der können wir Silber finden. Ich freue mich. Für Hugin, wenn man hier alles täuscht. Hugin. Oh. Knochenwanz hat ja ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Wie es aussieht, war einer der vielen Knochen, die sich in diesem Ossuarium befanden, eine Wünschelrute. Dieser Knochen beherbergt eine mächtige Magie, die dich zu Dingen führt, die unter der Erde verborgen liegen. Sie führt dich nicht nur zu Silbervorkommen, sondern auch zu vergrabenen Schätzen. Hugin, ich danke dir. So, haben wir tatsächlich geschafft. Mega nice. Doch ein paar Minuten gedauert. Dann sehen wir noch zu, dass wir noch heile nach Hause kommen, wenn es geht. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Voll ausgerüstet, wie wir hier sind. Und dann gönnen wir uns noch die Trophäe aufzuhängen. Bei uns zu Hause. So viel Zeit muss sein. So. Rein in die gute Stube. Scheiße, steht Odin da unten oder was? Ne, da läuft ein Grayling. Achso, okay. Und ein Schamane. Was ist denn los bei euch? So, hat eine ganze Weile gedauert, der Wanst. Aber wir haben ihn besiegt. Und? Boss Nummer 3. Nice. Ich würde sagen, wir holen uns auch direkt die Kraft von ihm. Wanderer, schau. Schau zu deinen Füßen. Schau, was du tust. Du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen. Du wirst es büßen. Wir ziehen dich herunter
Du brauchst einen Sarg. Verdammt. Noch ein Wanst. Ach so, stand das hier direkt nochmal? Ne, jetzt nicht, nur wenn es... Ja, okay. Also müssen wir uns hier im Menü angucken. Ja. Widerstand gegen physischen Schaden. Sehr nützlich. Wenn wir jetzt auf die Suche nach Silber gehen können. Ich freue mich, dass es so gut hingehauen hat. Das ist mein alter Berserker da oben. Kann jetzt allerdings auch sein, dass wir hier ein bisschen ein paar stärkere Wellen noch bekommen. Aber alles gut. Da werden gerade Schweine getötet. Von irgendwem oder was. Lassen wir uns nicht stören. Wir gehen eine Runde schlafen. Und dann würde ich sagen, freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bei Warnheim. Die war ja mal ziemlich geil. Knochenwanst ist Geschichte. Dann machen wir uns nochmal komplett hübsch. Und dann ziehen wir in der nächsten Folge wieder los. Vielleicht schon das erste Mal auf der Suche nach Silber. Ja? Also. Hat es euch gefallen? Denkt an den Daumen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis denne. Gute Nacht.